Ja, was kann man jetzt über unser Hotel sagen? Also generell schon mal ein sehr gut klingender Name. Alles sehr hilfsbereit, ist natürlich voll mit Touristen aus aller Welt. Absteige würde ich jetzt weniger dazu sagen, Zimmer ist dann schon sehr überschaubar. Aber es ist am Ende sehr stadtnah und... direkt stadtnah. Ja, echt stadtnah. Also schon direkt am Nevsky-Prospekt, ja, genau. Wer weiß, was ich meine. Ja, Nevsky-Prospekt, genau. Ja, deshalb heißt das Ding ja auch Nevsky Grand Hotel. Also, und das hat 7 Stockwerke. Ja, ich nenne das ja mal jetzt hier. Unser Stockwerk sieht man schon gar nicht mehr. Ja, und Heidi hat heute Morgen fertig gebracht, den Stockwerk 2-mal zu laufen, ja, 7-mal, weil der Aufzug nicht musste. Erstmal, weil sie aufs Klo musste und nicht irgendwas. Zum Zweiten, weil sie ihre Unterlagen vergessen hat. Ja. Ich habe keine Unterlagen vergessen. Doch, du hast organisatorisches Chaos. Also schon sehr glücklich sein, dass wir nicht in so einer riesen Schlange hier stehen müssen und das alles vorgebucht haben. Das erwartet er. Das wäre jetzt nicht wirklich mein Ding. Sind die Eltern gewesen von der letzten Familie? Mhm. Auf dieser Seite die Kinder. Die waren im das hier ist der Krönungssaal, das ist schon unglaublich. Das ist unser Märchenschloss in Bayern, Neuschwanstein, also wirklich ein Klacksgame. Jetzt hier wirklich eine chinesische Invasion. Das ist ja klar, die haben ja selbst bei der Kulturrevolution nicht mehr allzu viel zum Anschauen. Jetzt, wenn etwas verloren ist.
Leistung, dass man die wieder aufgebaut hat. Sowieso, das ist sehr lieber Mann. Ja. Frau Serbin, das, was hier mit dem Namen auch verbunden ist, nämlich steht es dort gewohnt. Das ist jetzt wirklich Kunst ohne Ende. Ich bin fast erschlagen. Also das hier ist eine der wenigen Kopien, die es hier in der Eremitage gibt. Das ist hier Rom nachempfunden, wo wir auch schon mal das Original gesehen haben. Wieder jede Menge Historie. Jetzt sind wir in der Kathedrale drin. Die Lydia war schon ein bisschen anstrengend, ja, aber am Ende hat sich das als ein großer Vorteil herausgestellt. Sie hat uns also bis zur Kathedrale begleitet und naja, hätte sie uns nicht geholfen, hätte eine Stunde in der Warteschlange stehen müssen, um überhaupt hier reinzukommen. Insofern war das schon ein Vorteil für uns.